Ganz herzlich willkommen heute zur heutigen Live-Session bei uns im Business Management MOOC. Die Gabriele lässt sich heute entschuldigen, weil sie geschäftlich zu tun hat und deswegen nicht anwesend sein kann. Ich freue mich aber ganz sehr, dass Timo von Gilhausen Zeit hat und für unsere Live-Session und sich auch bereit erklärt hat zu diesem interessanten Thema, was diesmal eher aus einem mehr technischen Umfeld stammt, zur Terminologie, zum Wissensgraph. Uns entsprechenden Einblick gibt. Ich habe aus seinem Profil herausgenommen, dass er sich schon ganz viel so mit Textmining und Informationsextraktion und ähnlichen Themen beschäftigt hat. Aber das kannst du uns sicher viel besser Genau. erklären als ich. Also ich würde jetzt an dich übergeben und herzlich willkommen nochmal. Ja, vielen Dank, Dirk, für die einleitenden Worte. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und unser oder mein Thema hier vorbringen und vorsprechen darf. Genau, wie Dirk schon gesagt hat, ich werde mich heute mit der Terminologie beschäftigen und mal schauen, wie wir daraus ein Knowledge Graph oder auch ein Wissensgraph ableiten können. Und warum mich das sehr interessiert, weil ich im Prinzip auch historisch, ja, also ich bin gelernter und studierter Informatiker und habe mich bei meinen letzten Jobs im Prinzip immer auch damit beschäftigt, wie kann ich Informationen verteilen, wie kann ich guten und schnellen Zugang zu Informationen bekommen. War auch eine Zeit lang bei einem Anbieter von einer relativ großen Big Data Analyse Plattform und von dem her jetzt seit 2,5 Jahren bei Congry und beschäftige mich im Prinzip auch bei Congry mit dem ganzen Thema Knowledge Extraction aus Terminologie, Wissensaufbereitung. Und jetzt so seit dem ChatGPT-Hype liegt auch das ganze Thema ja, KI, AI, neue Sprachtechnologien in meinem Verantwortungsbereich. Genau, aber soweit eigentlich zu mir und zu dem, was ich bisher gemacht habe und was ich mache. Und jetzt würde ich ganz gern direkt ins Thema eintauchen und mich der Frage widmen, ja, wie kommen wir denn von einer Terminologie zu einem Wissensgraph? Und dazu habe ich erstmal ein Statement mitgebracht, warum ich denke, dass das interessant ist und warum wir uns damit beschäftigen sollten, weil without knowledge action is useless and knowledge without action is futile. Sinngemäß, ohne Wissen ist Handeln nutzlos und Wissen ohne Handeln ist zwecklos. Und ich denke, das be also betont einfach die Wichtigkeit der Umsetzung von Wissen. Und es besagt im Prinzip auch, dass es nicht ausreicht, nur das Wissen zu haben, sondern es muss im Prinzip auch angewendet werden. Und ja, das Nutzen, ja, muss auch einen Nutzen bringen am Ende des Tages. Und das ist für mich so ein Leitsatz, wo ich denke, der umspannt eigentlich das ganze Thema Wissensmanagement, wo es ja im Prinzip eigentlich immer darum geht, nicht nur Wissen zu erwerben, sondern im Prinzip auch Nutzen und in Anwendung zu bringen. Das als Einleitung und ich würde noch mal eine ganz, ganz kurze Einführung in das Thema Terminologie machen, weil ich glaube, dass vielleicht jetzt auch nicht jedem direkt geläufig ist aus seiner täglichen Arbeit, dass wir da einen ganz kurzen Exkurs machen in dieses Thema, was Terminologie ist. Genau, Terminologie gliedert sich im Prinzip eigentlich ein in so eine ganze Reihe von Corporate Language Bestandteilen. Und zur Corporate Language gehört im Wesentlichen eigentlich so die Stimme, das heißt die Markenpersönlichkeit auch, mit der ich spreche, mit der ich kommuniziere. Und ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil davon ist eben auch Konsistenz, also dass ich immer gleich nach außen kommuniziere. Jetzt ganz speziell auch auf, sage ich mal, Markenidentität oder Firmen im Allgemeinen gesprochen. Dann habe ich so die Tonalität, also das heißt, dass ich kontextsensitiv auch, sage ich mal, vielleicht ein anderes Wording benutzen kann, eine andere Zielgruppe auch ansprechen kann, sei es im Marketing, im Vertrieb oder im Prinzip auch vielleicht im HR-Bereich, in der internen Kommunikation. Und die dritte Säule, die dazu gehört, ist eben so das Thema Terminologie. Und bei Terminologie geht es eben darum, oder Begriffe konsistent immer gleich zu benennen und da nicht immer andere Wörter dafür zu nutzen oder zu erfinden. Und das ist im Prinzip eigentlich der Kern von Terminologie. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum sollte ich mich damit beschäftigen? Warum ist das wichtig?
wie ich jetzt Dinge benenne. Es gibt ein ganz einfaches Beispiel, und zwar habe ich einleitend schon gesagt, wir beschäftigen uns jetzt zunehmend ja immer mehr mit KI, mit AI, mit Texten, die von auch KI und AI generiert werden. Und wir haben einfach mal ChatGPT gefragt, wir hätten gern einfach mal ein paar Ratschläge, wie wir denn vermeiden können, dass wir, wenn wir nur so notorische Schnellfahrer sind, wie wir verhindern können, dass wir geblitzt werden. Und ChatGPT gibt uns da ganz tolle Ratschläge und sagt uns da im Prinzip auch, was wir da tun können. Das passt soweit. Jetzt gibt es aber ein kleines Problem. Wenn wir solche Texte jetzt einfach als Beispiel in einem Blogartikel von irgendeinem bekannten deutschen Automobilhersteller nutzen würden, einfach unreflektiert, dann hätten wir hier ein Problem, weil nämlich genau dieses Thema Tempomat ist ein eingetragener Markenname der Daimler AG oder heute dann Mercedes-Benz AG, was im Prinzip dazu führt, dass ich diesen eingetragenen Markennamen natürlich als andere Hersteller nicht nutzen darf. Also hier hätte ich dann im Prinzip einen Rechtsverstoß. Und den kann ich umgehen, indem ich einfach, es gibt ja ganz, ganz viele Benennungen, sage ich mal, für diesen Begriff. Und da könnte ich sagen, Geschwindigkeitsregelanlage, Geschwindigkeitsregelanlage mit Bindestrich, Autopilot, Cruise Control oder wie auch immer. Aber das muss ich halt festlegen und für das Unternehmen dann im Prinzip auch einheitlich nutzen. Wie das in so einer Verwaltung dann aussehen kann, sehen wir hier. Also das heißt, wir haben hier die Geschwindigkeitsregelanlage als Vorzugsbenennung, heißt es dann. Wir hätten eben Tempomat als deprecated Form. Das heißt, die darf ich nicht verwenden in meinem Sprech. Und wir haben hier oben eine Definition, und die Definition beschreibt im Prinzip in wenigen Sätzen immer, worum es sich eigentlich handelt. Und jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt angelangt, wo wir uns überlegen, was machen wir denn damit? Nämlich genau diese Definition ist das, was uns heute interessiert. Und warum? Da kommen wir jetzt gleich, weil die Frage ist nämlich, steckt in dieser Terminologie Wissen drin und steckt da so viel Wissen drin, dass es sich lohnt, das auch zu extrahieren und zu verteilen. Und dazu nochmal ein paar einleitende Gedanken, weil wir sind nämlich im Laufe der Jahre mit vielen, vielen Kunden auch darüber gestolpert, dass diese Kunden nicht nur kleine, sondern zum Teil auch ziemlich große und umfangreiche Terminologiebestände haben. Und dass da eigentlich wahnsinnig viel firmeninternes Wissen drin steckt. Also nicht nur die Information, dass ich vielleicht Geschwindigkeitsregelanlage anstatt Tempomat benutzen sollte, sondern es wird im Prinzip ja auch beschrieben, was ist das denn eigentlich? Wofür ist das gut? Wie hilft mir das? Wie kann ich es anwenden? Und da steckt einfach ganz viel interessantes Wissen drin. Und dazu kommt, dass Terminologie eben heute nicht nur oder überwiegend nach begrifflichen Gesichtspunkten organisiert wird. Also das heißt, wir haben eigentlich eine konzeptbasierte Terminologie, die sich immer an den Dingen des tatsächlichen Lebens orientiert. Und dazu werden dann im Prinzip Benennungen, Definitionen und wie wir vorher auch gesehen haben, eben auch Grafiken verwaltet in so einem System. Und jetzt kommt eben der Punkt, diese Terminologien sind zum Teil mehrere 10.000 Benennungen stark. Also das heißt, da ist ziemlich viel Volumen einfach dann hinterher auch drin. Und die Problematik, über die wir öfter gestolpert sind, ist eher, dass dieses Wissen, wie wir gerade gesehen haben, eigentlich so gesehen, ich sag mal, kodiert in Sprache da drin steckt. Das heißt, wir haben da frei formulierte Definitionen drin. Da kann jeder Terminologe kann die Definition eintragen, im Prinzip wie er gerade lustig ist oder auch wie er das gerade für schick empfindet. Was aber halt so ein bisschen das Problem mit sich bringt, ja, dass ich sie nicht auf einen Blick begreifen kann, sondern ich muss sie wirklich lesen und verstehen. Und dazu kommt halt auch, dass das Ganze sehr heterogen aufgebaut ist. Das heißt, wir haben ganz viele Autorinnen und Autoren, die hier Definitionen und Terminologie anlegen und das zum Teil einfach auch schon über viele, viele Jahre. Und das sorgt im Prinzip dafür, dass wir hier einen verhältnismäßig schweren Zugang haben zu diesem enthaltenen Wissen, obwohl wir eigentlich schon davon überzeugt sind, dass wahnsinnig viel Wissen da drin steckt. Und eben, wie gesagt, die Inhalte müssen gelesen und verstanden werden.
Aber wir können dadurch im Prinzip auch nicht sicherstellen, dass wir sie in irgendwelchen anderen Prozessen im Unternehmen weiterverwenden können, weil sie einfach nicht maschinell verwendbar sind, diese Informationen. Und was eben auch dazu kommt, dass die Zusammenhänge nicht direkt ersichtlich sind. Das heißt, wenn ich jetzt den Tempomat gelesen habe und weiß, okay, das ist jetzt die Geschwindigkeitsregelanlage, dann weiß ich aber aus dieser Information jetzt ja trotzdem noch nicht, wo ist denn der verbaut oder ja, wie komme ich da hin? Das sind Zusammenhänge, die erschließen sich jetzt rein nur aus der atomaren Betrachtung des Tempomateintrags erschließt sich das nicht. Wir haben ein wahnsinnig umfassendes Wissen, aber die umfassende Nutzung ist erschwert. Und für uns war es dann eben so Research and Development und wir haben daraus eine gute Nachricht entwickelt, nämlich, dass wir einen ganz, ganz signifikanten Teil dieser Informationen also durch Maschinen interpretieren können und Begriffsrelationen ableiten können, die wir dann eben auch später wieder in einen Knowledge Graph überführen können und so eben auch dem Wissensmanagement bereitstellen können oder auch anderen Unternehmensprozessen zur Verfügung stellen. Und die Grundlage für diese linguistische Analyse ist eben das, was wir vorher gesehen haben, nämlich die Benennung zusammen mit der Definition. Das heißt, in unserem Beispiel war das vorher der Tempomat zusammen mit der Definition. Und das würde ich jetzt einfach gern mal diesen Prozess durchgehen und vorstellen, wie wir das machen und wie das funktioniert. Und natürlich dann später auch, ja, wie wir das nutzen und was so die Vorteile davon sind. Genau, wir haben jetzt eine ganz kurze Einführung in das ganze Thema Terminologie gehabt. Wir haben gehört, dass es sehr große Bestände sein können. Also wir sprechen hier nicht von 10 oder 100, sondern wir haben tatsächlich Kunden, die haben mehrere hundert oder mehrere 10.000 Einträge allein für die Sprache Deutsch in so einer Terminologie vorlegen. Und das ist dann schon ein sehr großer Bestand. Und hier ein ganz, also kleines Beispiel, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Und zwar würde ich ganz gern die erste Benennung nehmen. Das wäre das Antriebswellengehäuse. Die Definition wäre auch sehr klein gehalten. Das ist nämlich ein Bauteil zur Aufnahme und Abdeckung der Antriebswelle. Und was machen wir jetzt mit dieser Information? Wir haben schon gehört, wir haben eine linguistische Intelligenz, wir haben ein linguistisches Analyseverfahren. Das heißt, wir nehmen jetzt dieses Paar, Termin Benennung und Definition und lassen das einmal durch das Analyseverfahren durchlaufen. Und das besteht aus mehreren Schritten. Zum einen haben wir die morphologische Analyse. Das heißt, aus der Definition wird jedes Wort tatsächlich für sich betrachtet und versucht, das Enthaltene oder was wir über dieses Wort, sage ich mal, wissen und wissen können, wird da im Prinzip getaggt. Und das sieht dann irgendwie so aus. Das heißt, wir können dann hinterher sagen, eben wie setzt sich dieses Wort zusammen, dass es sich um ein Hauptwort handelt. Der Genus wäre im Prinzip ein Neutrum. Die Semantik wäre im Prinzip eine Box. Wir wissen im Prinzip auch, wie setzt sich das Ganze zusammen. Also das heißt, Prozess wäre im Prinzip antreiben, wäre der Prozess. Die Welle wäre eine Form und eben das Gehäuse wäre eine Box. Und das sind alles so Informationen, die wir schon allein aus diesem Wort Antriebswellengehäuse rausziehen können, die uns dann eben später helfen, das Ganze auch wieder in so einen Wissensgraph zu setzen. Der nächste Schritt wäre dann die grammatikalische Analyse. Bei der grammatikalischen Analyse zoomen wir dann im Prinzip eigentlich wieder einen Schritt raus und gehen hier auf den eigentlichen Satz zurück und versuchen, ja, ich sag mal, Satzglieder zu identifizieren, zu gucken, wo haben wir Nominalphrasen, wo haben wir Satz, also Trenner in Form von Punkt, Komma, Ausrufezeichen. Ja, gucken uns eben die Struktur des Satzes an. Das ist deshalb wichtig, weil in dem Satz natürlich die ganze Information steckt. Also, welcher Bestandteil des Satzes bezieht sich auf was? Und das ist auch ein Informationsgewinn, den wir da aus dieser Sprache hinterher herausziehen können. Und auf Basis von diesen zwei Strukturanalysen gibt es dann im Prinzip einen weiteren Mechanismus, der eben diese sprachlichen Muster erkennt und der in der Lage ist, ja Beziehungen zwischen diesen sprachlichen Mustern dann auch aufzulösen und zu identifizieren.
Die werden dann eben so gemarkupt. Das kommt gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. In dem Gesamtprozess, wenn wir das haben, nehmen wir dann im Prinzip diese Muster wieder auseinander und überführen das in eine Graphendatenbank, wo wir dann im Prinzip auch eine Visualisierung drauf ansetzen oder im Prinzip dann auch, ja, dieses Wissen dann per irgendwelchen Austauschformaten wie RDF oder OWL dann hinterher auch weiter verteilen und bereitstellen können. Genau, so viel mal eigentlich ein bisschen zum Prozess. Was steckt denn da eigentlich drin? Und ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen mehr ins Detail auf dieses Beispiel der semantischen Analyse eigentlich gehen. Also wir hatten vorher den Satz, das Antriebswellengehäuse, sieht man jetzt an den schwarzen, ist eben ein Bauteil zur Aufnahme und Abdeckung der Antriebswelle. Und was wir jetzt hier sehen, ist eigentlich so ein übergreifendes Markup, wo wir jetzt identifiziert haben, welcher Satzbestandteil bezieht sich eigentlich hinterher auf was. Und daraus können wir anhand der IDs, die hier vergeben werden, eben ableiten und können jetzt hier dann sagen, okay, das Antriebswellengehäuse eben mit der ID 10 ist ein Bauteil, weil es eben die Funktion ISA bekommen hat oder das Property ISA. Das wäre so die Oberbegriffsrelation dann hinterher. Wir können aber auch weiter gucken und können hier jetzt dann im Prinzip auch sagen, eben 10, also die ID 10 des Antriebswellengehäuse, hat eine Funktion, nämlich die Aufnahme der Antriebswelle. Und es hat auch eine weitere Funktion, das Abdecken der Antriebswelle. Und das ist im Prinzip jetzt schon die ganze Magie, sage ich mal, nämlich die Sätze werden im Prinzip zerlegt, auf ihren Informationsgehalt hin untersucht. Und über das Markup dann hinterher eigentlich in dieses bekannte Triple-Format gebracht, das wir dann im Prinzip weiter verarbeiten können und dann ja im Prinzip auch in die bekannten Formate ausspielen können. Bei uns sieht es dann in der Visualisierung später dann auch so aus. Das heißt, wir haben hier jetzt nicht nur das Antriebswellengehäuse, das im Prinzip die Antriebswelle aufnimmt und abdeckt, sondern wir haben hier eben auch diese Oberbegriffsrelation zum Bauteil und können jetzt hier dann im Prinzip eigentlich aus diesem Terminologiegraph uns dann auch sehr schön weiter navigieren und hier einen Überblick verschaffen, was hängt denn jetzt eigentlich mit welchem Bauteil sonst noch zusammen, wie setzen sich hier die Funktionen zusammen. Genau, wir können hier nicht nur so Oberbegriff und Funktion, was jetzt hier gerade eingeblendet ist, abdecken, sondern wir können über diesen Bereich dann im Prinzip eigentlich eine ganze Reihe von Beziehungen hinterher ableiten. Eben ob es die Oberbegriffsrelation, die Funktion oder das Objekt, auf das die Funktion angewendet wird. Wir können Orts- und Positionsangaben bestimmen. Im Fall vom Auto oder vom Tempomat wieder können wir jetzt auch sagen, befindet sich das im Auto, außerhalb des Autos, vorne, hinten, links oder rechts. Das sind alles so Attribute, wenn die sprachlich entsprechend ausgeführt oder ausformuliert sind, dann können wir die interpretieren und können das auch in so eine Relation umbauen, sage ich mal. Wir können interpretieren, aus welchem Material ist denn so ein Bauteil gefertigt und es kann auch interpretiert werden, was ist denn das Gegenteil davon, wenn es denn entsprechend sprachlich ausformuliert ist. Und wie man hier im Hintergrund sehen kann, das ist tatsächlich ein Graph, der bei einem unserer Kundenprojekte entstanden ist. Und da kann man schon sehr schön sehen, wie eigentlich so alles miteinander zusammenhängt und in Verbindung steht. Auch wenn man jetzt auf der Zoom-Stufe nichts mehr lesen kann, aber trotzdem kann man anhand von den Strichen einfach schon erkennen, dass da sehr viel Wissen miteinander kombiniert ist und ja zusammengeführt wird hier über diese linguistische Analyse und über das Identifizieren der ganzen Begriffsrelation. Ja, die Frage ist jetzt, wir haben jetzt gesagt, wir sind von der Terminologie einmal die ganzen Schritte durch. Wir haben das jetzt alles als Beziehungen vorliegen. Wir haben so ein Netz. Aber was mache ich jetzt damit? Ja, ein Punkt wäre, ich kann das Ganze erstmal visualisieren. Ich kann das als Knowledge Graph bereitstellen. Wir nutzen das überwiegend für unsere Kunden dann eben auch wieder in der Terminologiearbeit, eben zum Beispiel, um, ich sag mal, Lücken aufzudecken in der Terminologie, um auch Fehler zu identifizieren. Wir können es als einfache Nachschlagemöglichkeit für alle Mitarbeiter nutzen. Das heißt, über diesen Wissensgraph kann ich mich da
sage ich mal, durchnavigieren und kann mir Informationen darüber holen, was steckt da eigentlich drin. Wir können auch eben, wie wir vorher schon gesehen haben, über RDF, OWL oder andere Austauschformate, über Schnittstellen direkt zur Graphendatenbank dieses Wissen im Prinzip wieder nutzbar machen und in andere Unternehmensprozesse einbinden. Seien das interne Wissensbasen, seien das Chatbots, seien das irgendwelche Kundenportale, wo im Prinzip nach Informationen durch Externe gesucht wird. Ja, alle diese Schnittstellen, sage ich mal, greifen auch auf dieses Wissen dann hinterher zu, um eben ja hier ein umfassenderes Bild, sage ich mal, zu zeichnen von dem, was da eigentlich abgedeckt ist. Das nochmal ganz, ganz kurz an einem kleinen Ablaufdiagramm. Eben wir überwiegend nutzen wir das für Terminologiearbeit. Der Terminologe hat hier die Aufgabe, den Termbestand stetig zu erweitern und zu pflegen. Und wenn er da eben neue Terme, Benennungen anlegt oder bestehende überarbeitet, dann fließen die im Prinzip direkt wieder über diese Beziehungsanalyse ja in diese Graphenaufbereitung mit ein. Und wir haben hier das Direktwissen wieder extrahiert und können das auch visualisieren, nicht nur in Tabellenform, wie wir das schon gesehen haben, sondern eben, wenn wir das in die Graphendatenbank integrieren und dann eben auch visualisieren, kann der Terminologe hier auch direkt wieder von dem, was er da geschrieben hat, sich das angucken, kann die Beziehungen ja sich tiefer reindenken und kann dadurch im Prinzip eigentlich auch noch überlegen, was muss er denn vielleicht noch ausdrücken, was fehlt vielleicht noch oder wo ist vielleicht auch eine Fehlinformation hinterher in der Definition drin. Und wenn dieses Wissen dann einmal eben da ist, dann können wir das ja auch über die Terminologierecherche anderen oder allen Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Das heißt, die können in der gleichen Art und Weise hier reingucken und können sich das angucken. Und genauso können wir diese Informationen aber auch bereitstellen, ja, beim Editieren von Inhalten. Also das heißt, wenn die Sprachprüfung anschlägt und sagt, okay, du hast hier Antriebswellengehäuse geschrieben, dann kann hier direkt auch die Information abgegriffen werden. Nicht nur, dass es eine gültige Benennung der Terminologiedatenbank ist, sondern im Prinzip direkt auch schon die Attribute, dass es sich um ein Bauteil handelt, welche Funktion es hat, auf welches Objekt diese Funktion angewendet wird. Das sind im Prinzip Informationen, die hier direkt in den Prozess integriert werden können und die hier ja einfach die Mitarbeiter unterstützen, schneller, besser an das Wissen zu kommen und im Prinzip eigentlich auch direkt in den Prozessen, also beim Schreiben von Informationen, werden sie hier direkt unterstützt mit den Informationen, die in der Terminologie vorliegen. Und das könnten wir im Prinzip nicht erreichen, wenn die Terminologie einfach nur als Definitionstexte vorliegt, weil ich da immer diese Hürde habe, dass ich lesen muss, verstehen muss, interpretieren muss. Und hier habe ich wirklich alles auf einen Blick an der Stelle, wo ich es brauche. Eben, das sind eigentlich schon oder war eigentlich schon ein sehr konkreter Nutzen, den wir hier haben. Und nochmal zusammengefasst, wir können wirklich das Wissen kondensieren, wir können es intern und auch extern bereitstellen. Wir können Terminologie in weiteren Prozessen im Unternehmen nutzbar machen. Wir können sprachliche und konzeptionelle Mängel identifizieren, Lücken im Begriffsinventar schließen. Und wenn wir uns jetzt nochmal angucken, was wir hier einfach auf der technologischen Seite für einen Vorteil haben, dann wird hier einfach auch ein nicht unerheblicher Anteil an Kostenersparnis hier, sage ich mal, ja, eingefahren. Und wir rechnen hier im Moment mit circa 80%, sage ich mal, Kostenersparnis, was man sich hier ja holen kann im Vergleich zu, wenn man eben so Knowledge Graph dann hinterher von Hand auch aufbaut. Und zeitliche Ersparnis im Vergleich, wenn ich hier mich über 10.000 Begriffe oder Benennungen orientiere, dann habe ich eine zeitliche Ersparnis von über einem Jahr, was ich einfach nicht an menschlichen Ressourcen da reinstecken muss, sondern ja, was mir im Prinzip die Maschine hier dann hinterher an Wissen extrahieren kann. Und das sind so die Key Facts, sage ich mal, die wir hier erreichen können mit der Kombination Terminologie und linguistischer Intelligenz. Und das war jetzt so ein ganz, ganz kurzer Exkurs, ja, in dieses Thema. Und das ist eigentlich schon der ganze Deal. Und hier wäre jetzt im Prinzip eigentlich noch Platz für Fragen. So, also ganz, ganz Denke, vielen Dank Dirk. erstmal, Timo.
Ich habe ein paar Fragen gesammelt hier zwischenzeitlich, hier während du das besprochen hast. Genau, super. Falls Julia bis dahin noch was einfällt, kannst du dir dann die Frage noch dazwischen stellen. Die erste Frage, die mir aufgekommen ist, was ist denn der Unterschied jetzt zwischen eurer Erstellung von Knowledge-Graphen aus einer Terminologie hin zu einer Ontologie? Gibt es da Gemeinsamkeiten, Unterschiede? Ist das eigentlich eine Ontologie? Wie würdest du das Verhältnis dazu aus? Also für uns ist es im Prinzip eigentlich so, die Ontologie wäre ja im Wesentlichen eigentlich so der, sage ich mal, die übergeordnete Ordnung in diesem System. Und das ist tatsächlich ein Punkt, wo wir die Ontologie eigentlich nicht direkt ableiten können, sondern bei uns ist es mehr oder weniger eine relativ flache Ontologie. Das heißt, jeder Knoten, den wir vor einem Graphen gesehen haben, ist eigentlich das Gleiche und geht irgendwie Beziehungen mit irgendwie was anderem ein. Also das heißt, der Knowledge Graph ist eigentlich die Instanzierung der Ontologie, weil, wie gesagt, wir haben eigentlich eine sehr flache Ontologie im Hintergrund. Also das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwie eine großartig hierarchische Ontologie, wie man das vielleicht aus so, ja, auch aus der Biologie kennt, wo man dann sagt, okay, ich habe jetzt ein Säugetier und die Gruppe der Säugetiere, die teilt sich auf in eher in verschiedene andere Gruppierungen oder land- und wasserlebende Säugetiere. Also sowas in der Form gibt es bei uns im Hintergrund nicht, sondern das ist bei uns wirklich eine flache Ontologie. Was mir als nächste Frage dann noch gekommen ist, ist, weil du die Chatbots als Anwendungsbeispiel genannt hast, wie arbeiten zum Beispiel solche Chatbots mit so einem Knowledge Graphen zusammen? Oder auf Basis von dessen so? Ja, also was ja im Prinzip ein Chatbot ist ja im Prinzip immer eine Mensch-Maschine-Interaktion. Das heißt, der Mensch stellt eine Frage und erwartet ja im Prinzip eine korrekte Antwort auf seine Frage. Und was da im Hintergrund ja immer abläuft, ist eigentlich erstmal die Interpretation, was will der Mensch eigentlich von der Maschine wissen? Dann wird nach der richtigen Antwort gesucht. Was wir hier jetzt vorher gesehen haben, kann natürlich auch auf, sage ich mal, auf Antworten projiziert werden. Also das heißt, wenn nach der Orts- oder der Positionsbestimmung zum Beispiel von der Antriebswelle gefragt wird oder nach der Funktion, dann kann ich hier so einen Knowledge Graph im Prinzip nutzen, um daraus ja auch wieder eine Antwort zu generieren. Und wenn man da eben dem Chatbot dieses Wissen zur Verfügung stellt, dann ist das schon ein sehr verifiziertes und es ist jetzt eben nicht irgendwie aus, ich sag mal, 100 oder 1000 PDF-Dokumenten irgendwie indexiert oder zusammengesucht, die ja potenziell auch fehlerbehaftet sein können. Und so wird eben das Wissen dann in den Chatbot indiziert. Das heißt aber, die Chatbots, die arbeiten ja dann entweder mit Gegenfragen oder mit ganzen Sätzen. Ist sowas dann hinter die Beziehung gesetzt oder wann kommt praktisch dieses Zusatzwissen jetzt in Verbindung zu dem Graphen in so einem Fall? Also was wir an der Stelle jetzt gemacht haben oder was wir machen auch in Projekten, ist, dass wir diesen Knowledge Graphen im Prinzip eigentlich nutzen, um den einem Large Language Model wie das von ChatGPT oder Llama 2 von Meta zur Verfügung zu stellen. Und dann im Prinzip auf Basis von den Fakten, die aus dem Knowledge Graph kommen, das ein Language Model nutzen, um wieder eine menscheninterpretierbare Antwort daraus zu generieren. Aber die Faktengrundlage basiert dann im Prinzip eigentlich auf dem Knowledge Graphen. Ist dir schon was eingefallen, Julia? Na, also es ist einfach so, durch die ganzen technischen Bezüge so weit weg sozusagen von meiner Arbeitspraxis, ne? Also ich arbeite in einer Stiftung, die sich der Gleichberechtigung von Bildung oder der gleichberechtigten Teilhabe von Bildung sozusagen widmet. Und darum ist sozusagen meine Anknüpfungspunkte, die versuche ich gerade noch so ein bisschen zu erschließen, weil wir ringen quasi teilweise um Benennung, nicht nur intern, sondern dann teilweise eben mit den Akteuren, mit denen wir zusammenarbeiten. Da ist nicht sozusagen möglich, dass eine Person dort irgendwie Dinge einspeist und alle das übernehmen, weil wir da einfach noch an einem viel größeren Konstrukt hängen, ne? So deshalb suche ich gerade noch nach den Übertragungsmomenten. So. Aber ich finde es mega interessant. Es war für mich einfach jetzt einen Blick in eine Ein ganz andere Exkurs, Welt. ja, genau, Ja. super. Ja, gut, also ich sag mal, das Thema Terminologie auch in Unternehmen ist kein einfaches. Also auch wir stolpern da immer wieder drüber.
dass die Unternehmen dann oder viele in den Unternehmen einfach keine Zeit haben, sich auch mit diesem Thema zu beschäftigen. Also da gibt es sehr, sehr viele Abstufungen auch in der Qualität, was man da vorfindet. Und von dem her muss man halt irgendwie, sage ich mal, immer mit dem arbeiten, was man dann auch vorfindet. Es ist aber ja gut zu hören, dass es da durchaus Herausforderungen gibt, da auch irgendwie sozusagen Begrifflichkeiten zu finden, auch in der technischen Umgebung sozusagen, die von allen so übernommen oder ja in der Praxis verwendet werden, ne? Aber da Ja. versucht ihr quasi auch die Lösung für zu finden, ne? Also Also wir als Unternehmen versuchen gerade das Thema Terminologie auch sehr stark zu pushen, eben auch so mit der Kombination von linguistischer Intelligenz, aber auch eben künstlicher Intelligenz. Versuchen wir gerade ja so eine Art Big Data Analyse, also das heißt, alle Unternehmensdokumente auch zu analysieren und dann eben auch den Terminologieaufbau zu beschleunigen, indem wir versuchen, eben ähnliche Benennungen zu clustern, zu finden, schon Definitionen vorzuschreiben und so weiter. Also einfach so diesen Terminologieprozess sehr stark in den Hintergrund zu stellen, sondern halt zu versuchen, mit maschinellen Mitteln ein gutes Ergebnis schon zu erzielen, auf dem ich dann aufsetzen und weiterarbeiten kann. Und ich glaube, Dirk, da war auch eine Frage. Also was passiert eben, wenn ich so eine Umschreibung oder einen anderen Begriff für dieses Antriebswellengehäuse dann irgendwo nutze oder verwende? Also erstmal, ob dieser Begriff schon definiert ist in der Terminologie. Also wenn ich jetzt sage Antriebswellengehäuse und ich habe da schon ein Synonym dafür definiert, dann kann das natürlich eins zu eins ausgetauscht werden oder erkannt werden. Und was jetzt zum Beispiel die linguistische Intelligenz auch machen oder macht, wäre, wenn ich das Antriebswellengehäuse, ähnlich wie wir das vorher auch gesehen haben, in diese verschiedenen Positionsglieder aufteile, dann könnte ich ja rein sprachlich auch ausdrücken, Gehäuse der Antriebswelle zum Beispiel. Also könnte ich da dann auch sagen. Und das wäre jetzt eine Variation, die linguistische Intelligenz auch erkennen würde als gleich, weil die linguistische Intelligenz sagt, ob ich jetzt Antriebswellengehäuse oder Gehäuse der Antriebswelle schreibe, ist im Prinzip sinnhaftig genau das Gleiche. Es ist einfach nur von der Wortstellung her anders. Und das würde auf jeden Fall erkannt werden. Und wenn ich jetzt eben in der Terminologie hinterlegt hätte, was ist Antriebswellenbox als Negativbenennung, dann könnten wir auch das erkennen. Und wir könnten dann natürlich auch erkennen, wenn ich schreibe Box der Antriebswelle zum Beispiel. Das wäre dann auch einfach eine andere Wortstellung. für mich war genau zu dieser Frage dazu, ja auch noch dieser Hintergrund, wie kriege ich das jetzt tatsächlich mit den Menschen verbunden, dass die sich im Rahmen dieser Terminologie ausdrücken? Oder ist es da gerade durch dieses linguistische Wissen möglich, dort zu erkennen, was könnte denn tatsächlich gemeint sein? Also wenn man jetzt jemand schreiben würde, Verpackung der Antriebswelle, ne? So in der Art solche Dinge, dass das doch eine gewisse Ähnlichkeit hat, weil ich stelle mir es schwierig vor, dass Mitarbeiter im Unternehmen dann tatsächlich dieselbe Sprache erlernen. Also ich nenne es mal so jetzt. Oder wie sind denn da die Erfahrungen? Genau, aber da kommt eigentlich so diese, ich würde mal nochmal auf dieses Bild zurückzukommen hier. Genau, also im Prinzip es geht um den Pfeil hier unten, wenn die Mitarbeiter im Unternehmen eben also Inhalte schreiben, egal ob das jetzt irgendwo im Word-Dokument oder im PowerPoint ist oder Excel oder Outlook, egal, dann gibt es hier im Prinzip die Sprachprüfung. Und diese Sprachprüfung basiert im Prinzip eigentlich auch auf der linguistischen Intelligenz. Und da kommt im Prinzip das auch wieder zum Tragen, was ich gerade schon erläutert habe, dass wir eben auch Gehäuse der Antriebswelle als Synonym erkennen können oder auch eben Box der Antriebswelle. Und dadurch müssen die Mitarbeiter nicht zwangsläufig immer genau die Terminologie kennen, weil eben sie werden im Rahmen der Sprachprüfung darauf aufmerksam gemacht, dass sie hier in dem Fall natürlich einen gültigen Term verwenden. Aber wenn Sie jetzt hier zum Beispiel Antriebswellenbox benutzen würden, dann würde hier auch ein Term benutzt, der eigentlich nicht so vorgesehen ist. Und ja, tauscht den doch bitte aus durch das Antriebswellengehäuse.
Da hilft uns eben die Linguistik, das zu erkennen und abzudecken, dass ich hier im Prinzip immer die richtige Terminologie auch nutze in der Außenkommunikation. Ja, oder halt in der Innenkommunikation, je nachdem, wenn ich natürlich internes HR oder Marketing, internes Marketing habe, dann will ich es natürlich auch intern nutzen. Ich habe noch eine Frage jetzt in diesem Zusammenhang zur praktischen Anwendung, wenn ich so eine Terminologie oder so einen Knowledge Graph habe. Inwieweit funktioniert das jetzt mit der Verbindung zu, ich sag mal, herkömmlichen Dokumenten, ich sag mal Excel-Sheets, Word-Dokumenten und ähnlichen? Findet man die dann zum Beispiel auch im Sinne von einer Suche, wenn die bestimmte Begriffe oder Begriffskombinationen in dem Dokument vorhanden sind, werden die dem zugeordnet? Also wie ist die Beziehung von diesem Knowledge Graph zu sonstigen, ich sag mal, Wissensobjekten wie Dokumenten und wie wird das genutzt? Also wir nutzen das momentan in der Form überhaupt nicht. Also wir haben schon Projekte gemacht, sage ich mal, eben über so Chatbots, wo wir größere Datenvoluminas auch indexiert und gecrawlt haben. Und da können wir natürlich diese Knowledge Graphen dann auch als eine weitere Quelle, sage ich mal, mit verknüpfen. Aber out of the box haben wir da keine Schnittstelle. Aber wir haben durchaus eben Projekte, wo wir das schon gemacht haben. Also das heißt, wo wir eben Chatbots damit gefüttert haben, die eben auf weitere Dokumente im Hintergrund zugegriffen haben. Und da funktioniert dann eben auch diese Verknüpfung. Also das heißt, wenn ich in Dokumenten, was jetzt durchaus eher die Regel ist als die Ausnahme, also dass in Dokumenten im gesamten Unternehmen nicht immer das korrekte terminologische Wording genutzt wird, dann können wir eben über diese linguistische Auffindung dann auch das wieder in Beziehung zueinander bringen. Aber eben, wie gesagt, out of the box bei uns gibt es diese Schnittstelle nicht, sondern wie gesagt, wenn dann machen wir sowas im Rahmen von Projekten. Jetzt habe ich noch eine, also Julia hatte hier noch was geschrieben. Wolltest du das nochmal erläutern? Kann ich gerne machen. Genau, und ich habe noch gefragt quasi, aber das hat knüpft auch so ein bisschen an die Frage von dir, Dirk, an. Das war so ein bisschen so die Implementierung und auch die Akzeptanz sozusagen, ne? Also ich stelle mir jetzt, mein Kopfszenario ist quasi, da sind Leute oder da sind irgendwie so gewachsene Begriffe und es bietet sich aber jetzt irgendwie an, eine andere Begrifflichkeit zu verwenden, weil der wird vielleicht woanders benutzt oder inzwischen gibt es von woanders eine Einschränkung oder so. Wie macht ihr das und wie weit ist es sozusagen im Rollout? Also du meinst jetzt, wenn ich im Unternehmen eben über die Jahre gewachsene Benennungen habe, vielleicht auch so, sage ich mal, internes Wording dann hinterher, und jetzt kommt eben die Terminologie und sagt, das muss jetzt anders heißen oder das wollen wir jetzt anders benennen, wie da die Akzeptanz ist und wie das dann funktioniert, oder? Wäre ein Szenario. Ich Ja. weiß gar nicht, ob es überhaupt eintrifft. Ja, also das ist tatsächlich immer sehr, also die Terminologen haben da keinen einfachen Stand, sagen wir es mal so. Und das ist schon immer so ein Thema, weil natürlich dieses, wenn die Menschen das einmal inhaliert haben, dieses Wording, dann sprechen sie natürlich auch weiterhin so. Und da kann natürlich in der Terminologie-Datenbank drinstehen, was will an der Kaffeemaschine oder dann auch im Meeting, wird halt trotzdem weiter so gesprochen, sage ich mal, wie man das die letzten 10, 15 Jahre gemacht hat. Das ist so ein bisschen das, wo natürlich die Terminologie immer einen sehr schweren Stand hat bei solchen Sachen. Wo man es dann eben, sage ich mal, deutlich besser in den Griff kriegt, ist natürlich beim, eben was wir gerade gesehen haben, beim Schreiben von Texten, weil es dann natürlich maschinengestützte Möglichkeiten gibt, zu sagen, Achtung, du hast hier einen Begriff benutzt, den wir eigentlich nicht mehr benutzen wollen, nimm doch bitte den anderen. Und man kann sowas natürlich auch über solche Bulk-Prozesse, also ganz, ganz viele Dokumente auf einmal prüfen und gucken, stecken da Benennungen drin, die wir eben so nicht mehr benutzen wollen, dass man die dann hinterher nachbearbeiten kann. Das ist natürlich deutlich einfacher, als das aus den Köpfen der Menschen dann hinterher rauszukriegen. Ja, aber am Ende des Tages, es hilft eigentlich aus unserer Erfahrung und aus den Gesprächen, die wir mit den Terminologen führen, hilft im Prinzip eigentlich nur, ja, steter Tropfen höhlt den Stein, dranbleiben, kontinuierlich aufmerksam machen, eben die Tools nutzen, ja, und Awareness schaffen. Also, dass das ein wichtiges Thema ist, gerade so mit dem Eingangsbeispiel Tempomat ist ein geschützter Markenname. Und wenn man sich vorstellt, der würde jetzt eben bei einem anderen Automobilhersteller in der Dokumentation auftauchen oder auf der Webseite, dann kann das halt auch entsprechende
ja, ich sag mal, monetäre Konsequenzen für das Unternehmen dann hinterher haben. Und Ich glaube, das bei ist. solchen Fällen ist es auch sehr deutlich, ne? Kannst du vielleicht noch kurz sagen, also was sind das für Menschen? Geht ihr als Berater sozusagen und mit den Terminologen im Gepäck sozusagen und beratet Unternehmen oder wie macht ihr das quasi? Wie kommt Ja. der Terminologe an die Begriffe, die er sich anschaut und genau. Genau, also die Terminologie ist ja im Prinzip eigentlich ein eigenes Fachgebiet, sage ich mal. Und die ganz viele Unternehmen haben, sage ich mal, entweder einen designierten Terminologen oder auch ein Team, was sich eben um Terminologie kümmert. Und ein Bereich, sage ich mal, oder ein Mechanismus wäre zum Beispiel ein Terminologiezirkel. Das heißt, es gibt eben eine Liste von vorgeschlagenen Termen. Und anhand von dieser Liste wird eben über so einen Terminologiezirkel, der sich aus Menschen aus unterschiedlichen Fachbereichen, also sei es Produktion, Marketing, Vertrieb, technische Dokumentation zusammensetzt, wird eben über diesen Begriff, ja, ich sag mal, auch diskutiert. Und es wird halt auch überlegt, ist das denn wirklich der Begriff, für den wir als Unternehmen stehen? Ist es der, den wir nehmen wollen? Oder wollen wir nicht vielleicht einen anderen synonymen Begriff zukünftig benutzen? Und dann wird eben in diesem Terminologiezirkel festgelegt, was ist die gültige Benennung? Was sind eventuell Negativformen der Benennung? Und dann ja eine Definition dazu geschrieben, eben die beschreibt, was ist das für ein Gegenstand in der realen Welt, welche Funktion erfüllt der, eben wie gesagt, vielleicht welches Material, aus welchem Material ist der gefertigt. Und das kommt dann eben in die Terminologiedatenbank. Und die kann dann so genutzt werden, wie wir das jetzt gerade gesehen haben, eben weitergetrieben als Knowledge Base. Oder eben dann ja als ganz klassisch rein nur für die Sprachprüfung, wo dann eben auch gesagt wird, okay, den Begriff bitte nicht verwenden, sondern eben einen anderen nutzen. Aber ja, dafür muss man gewisse Vorarbeit machen. Die Erfahrung ist im Prinzip auch, das funktioniert nicht vom ersten Tag, sondern da muss man manchmal so durch so ein Tal der Tränen durch. Aber am Ende des Tages, nicht umsonst, beschäftigen sich gerade große Firmen sehr intensiv mit diesem Thema, weil es einfach viel hilft, also auch in der Außenkommunikation sauber zu kommunizieren, immer die richtigen Begrifflichkeiten zu nutzen, unmissverständlich zu kommunizieren und natürlich auch eindeutig und einzigartig zu kommunizieren. Und das ist so ein Thema, all das steckt in Terminologie drin. Mega spannend. Ich fand es jetzt auch spannend, dass das, also weil das war sozusagen so sehr verkürzt quasi in der grafischen Darstellung vorhin, da kommt der Ja. Terminologe und das war quasi noch ein ganz eigener Prozess quasi hinterher, fand ich jetzt nochmal mega spannend mit Zirkeln und so einer gewissen Aushandlung auch, wie man dazu kommt. Also danke für den Einblick. Ja, ich sage auch danke. War ja noch Ich eine habe spannende Diskussion jetzt am Ende. Sogar noch zwei Fragen ganz kurz Ja, dann her damit. dazu. Das eine ist, was mich interessiert, in welchen Bereichen besteht denn derzeit das meiste Interesse an solchen Terminologien? Also gibt es da bestimmte Cluster, wo man sagt, dort kommen die meisten Aufträge her, dort sind die Kunden am meisten sensibilisiert derzeit. Welche Bereiche betrifft denn das? Gibt es da welche? Ich würde einfach mal ganz pauschal sagen, produzierendes Gewerbe. Alle Maschinen- und Anlagenbauer haben da momentan einen gewissen Bedarf, sage ich mal. Wir nehmen wahr, dass der Bedarf auch wächst. Und zwar aus einem meiner Meinung nach ganz einfachen Grund. Nämlich, wir haben historisch gesehen, sage ich mal, über die Digitalisierung jetzt immer mehr Personen in den Unternehmen, auch die Texte schreiben. Also in Form von E-Mails, in Form von, was weiß ich, Blog-Einträgen, Newslettern, Geschäftsberichten, ja, bis hin zu Webseiten, Texten, Angeboten, Produktartikelbeschreibungen. Also da entstehen ganz, ganz viele Texte eigentlich. Und in all diesen Texten können potenziell Fehler drin sein oder können Dinge kommuniziert werden, die so eigentlich nicht kommuniziert werden sollen in Form von Wörtern. Und wenn wir jetzt überlegen, das Textvolumen nimmt jedes Jahr zu. Und jetzt kommt seit circa einem Jahr mit dem iPhone-Moment von ChatGPT kommt da im Prinzip auch noch so eine künstliche Intelligenz mit dazu, die jetzt da auch noch Texte generiert und zwar noch nicht mal Texte generiert mit einem, sag ich mal, historischen Wissen,
aus dem Unternehmen, sondern mit einem ganz generischen Wissen. Also die KI ist trainiert auf 100.000 Texte, die halt einfach aus dem Internet stammen oder aus irgendwelchen Quellen, die aber überhaupt gar nichts mit meinem Unternehmen zu tun haben. Und auf Basis von diesem Lernprozess werden weitere Texte generiert. Und da ist es relativ einfach, sich vorzustellen, dass solche Texte überhaupt gar nicht die Chance haben, auch nur ansatzweise, den Formalismen oder dem Wording meines Unternehmens zu entsprechen. Und das ist ein ganz großes Problem. Also die Unternehmen haben die Herausforderung, die KI, sage ich mal, an die Leine zu nehmen. Und das funktioniert natürlich nur gut, wenn ich für mich auch mal definiert habe, wie möchte ich denn klingen. Und wie gesagt, ein wesentlicher Bestandteil davon ist Terminologie. Also mit welchen Wörtern möchte ich kommunizieren. Und dann ist es auch relativ einfach, die Texte einer generativen KI hinterher zu nehmen und zu überarbeiten oder auch automatisiert zu überarbeiten. Aber dafür muss ich es halt definiert haben, wie möchte ich denn klingen nach außen. Und jetzt habe ich noch die allerletzte Frage, die ich immer habe. Das ist die Frage so nach diesen Lessons learned. Du machst es ja auch schon ein paar Jahre. Was sind so diese Dinge, die du vielleicht vor Jahren gedacht hast, Mensch, das funktioniert richtig toll, so könnte man das machen und dann war das doch nicht so? Oder was sind die Sachen, wo man sagt, hey, das hätte man anders versuchen sollen? Also quasi so ein Rückblick auf die Lessons learned in dem Prozess bis zum heutigen Status. Also ich glaube, ein Lessons learned, gerade für das ganze Thema Terminologie, ist so ein bisschen, es wird manchmal größer dargestellt, als es tatsächlich intern dann ist. Und das haben wir vorher schon kurz thematisiert, von dem her viele Unternehmen sagen, sie machen Terminologie. In Wahrheit ist es dann einfach nur eine Excel-Tabelle oder irgendwas, wo die Wörter drinstehen. Also da steckt ganz viel Potenzial drin, um sich dort zu verbessern. Und ja, für mich ist so ein über meinen ganzen Werdegang hinweg eigentlich so ein Lessons Learn, dass man dranbleiben muss. Also nicht nur für Terminologie, sondern eben auch für solche internen Verbesserungsprozesse, etc. Es hilft in aller Regel eigentlich nur einen langen Atem haben, weil die Themen sich einfach nicht von heute auf morgen ändern, sondern da hilft ganz oft einfach wirklich nur dranbleiben, Klinken putzen, steter Tropfen höhlt den Stein, weitermachen, jeden Morgen aufstehen, Kopf hoch und einfach immer weiter für die Sache kämpfen. Das ist so ein Thema, was bei mir in ganz vielen Projekten oder in ganz vielen Kundendiskussionen immer wieder rüberkommt. Ja, wie soll ich es denn machen? Und das funktioniert irgendwie nicht. Und wir kommen nicht vorwärts, sondern nein, man kommt schon vorwärts. Man sieht es vielleicht manchmal nur selber nicht mehr. Und das ist so ein Thema, immer dranbleiben und weiterkämpfen. Also, dann sage ich jetzt mal ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben auch die Stunde Gerne. jetzt doch noch fast rumgebracht oder ausgefüllt. Und ich Tatsächlich, fand's, ja, genau. na genau, und ich fand's tatsächlich sehr spannend, was über dieses Thema kennenzulernen, auch ein bisschen was in die Hintergründe einzutauchen. Also ganz vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ich sage auch nochmal ganz recht herzlich Danke. Und ja, auch wenn im Nachgang nochmal irgendwie Bedarf besteht oder Diskussionsbedarf oder gerne auch nochmal weitere Informationen, einfach meine Kontaktdaten share ich hier gerne, einfach auf mich zukommen, anschreiben, anfragen und dann können wir da gerne drüber sprechen.